Fahrplan 2025. Eine Satire. Achtung, dieser Text ist eine Satire. Er ist nicht ernst gemeint, bezieht sich nicht auf reale Personen und alle Ähnlichkeiten mit realen Personen und Entwicklungen wären unbeabsichtigt und rein zufällig. August bis Oktober 2020. Zahlreiche Persönlichkeiten und Gruppen, die Donald Trump unterstützten, werden von fast allen Seiten des Internets gebannt. Es gibt praktisch keine Wahlkampfunterstützung mehr für Trump in den großen Plattformen. Kurz vor der Wahl wird Trump von Twitter gebannt. September 2020. Joe Biden erklärt Alexandria Ocasio-Cortez zur Kandidatin als Vizepräsident. November 2020. Joe Biden wird mit überragender Mehrheit als Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. In der Nacht darauf toben in den Straßen aller großen Städte Ausschreitungen. Joe Biden rechtfertigt diese am nächsten Tag als Beginn der großen Transformation. 11.11.2020. Nacht der langen Messer. In dieser Nacht werden diverse Persönlichkeiten von allen Seiten, vor allem von Seiten der Republikaner, aber auch vereinzelt Demokraten, von unbekannten Mobs ermordet. Der abgeschlagene Kopf von Trump wird vor dem Kongress gepfählt. Die Untersuchungen danach werden von der Presse als rassistische Hetze gebrandmarkt und per Order durch den Präsident verboten. 1.12.2020. US-Präsident Biden hält eine Rede über die Lage der Nation. Darin prägt er das Wort von der sozialen Front, in der eine große Gerechtigkeitslücke klaffe. Der Begriff Social Front, SF, wird bald von diversen Gruppen und Bewegungen als ihr neuer Oberbegriff angenommen. Da Biden sichtlich angeschlagen wirkt, kommt der Verdacht auf, die Rede sei ihm geschrieben worden. Medien ersticken Kritik mit einer bis in den Januar anhaltenden Umerziehungskampagne. Zur Weihnachtszeit wird von keinem der Massenmedien Weihnachtliches gebracht, da dieses weißer Suprematismus sei. 13. Januar 2021. Präsident Biden erlässt eine Order, wonach Schwarze nicht mehr von weißen Polizisten abgeführt oder von weißen Richtern und Juries abgeurteilt werden dürfen. Es werden sogenannte People of Color Gerichte eingeführt, bei denen POC nun einer getrennten Justiz unterliegen. 16.02.2021. Joe Biden stirbt. Offiziell wird Herzinfarkt angegeben. Alexandria Ocasio-Cortez wird als nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten vereidigt. Ilhan Omar wird ihre Vizepräsidentin. 20.02.2021. Präsidentin Ocasio-Cortez verkündet das Fairness-Programm. Da Bewegungen wie Black Lives Matter, Antifa, Fridays for Future sowie Gender- und LGBTQ-Bewegungen essentiell für den gerechten Umbau Amerikas Arbeit leisteten, werden führende Köpfe aus ihren Gruppen zu offiziellen Beratern der US-Regierung erhoben. BLM und Antifa werden in den neu geschaffenen Rang von Freie Organisation der Regierung erhoben, die sich selbst verwalten, staatliche Gelder erhalten und das Recht bekommen, Bürger im Alltag auf ihr Verhalten zu ermahnen. Alle Verträge mit Indianern sollen überprüft werden mit dem Ziel, 30% des Territoriums der USA in die Jurisdiktion der Indianer zu stellen. Im Herbst 2021 fallen 80% Kaliforniens der Kontrolle der lokalen Indianerstämme zu. Ansonsten betrifft es fast ausschließlich bisher Republikaner wählende Staaten. Die Republikaner haben danach nur noch einen Anteil von ca. 15-20%. Grenzkontrollen werden zudem als rassistisch per Verfassungszusatz verboten.
März 2021. Es kommt zu lokalen Widerständen gegen Black Lives Matter und Antifa-Beamte, welche Bürger auf ihr Alltagsverhalten hin kontrollieren. Die Lage eskaliert im Laufe des Monats. 4. April 2021. Präsidentin Cortez erlässt die Order Gesetz zur Brechung der rassistischen Reaktion. Black Lives Matter, Antifa und andere Gruppen der Social Justice werden als formelle Organisation der Social Front SF zusammengefasst und als Organisation direkt dem Präsidenten unterstellt. Die Social Front ersetzt nach und nach die Polizei. Sie treten ab Sommer 2021 mit normierten schwarzen Uniformen und roten Armbinden mit einer Faust als Emblem auf. 15.05.2021. In der Nacht brennt das Weiße Haus ab. Gefasst werden einige Weiße, die noch am Morgen von Offizieren der Social Front standrechtlich erschossen werden. Medien und Politik schreiben die Tat sofort weißen Suprematisten zu. Präsidentin AOC verkündet, dass die Ruine des Weißen Hauses als Mahnmal nicht wieder aufgebaut wird. Sie ordnet den Bau eines neuen Amtssitz und Regierungsviertel außerhalb von Washington DC an, das von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird. Der neue Amtssitz wird House of Diversity, HD, genannt. 21.05.2021. Vizepräsidentin Omar beginnt die Regierungsinitiative Saubere Gedanken. Eine Schrift gleichen Namens, in der zahlreiche Punkte des radikalen Feminismus, des Antirassismus, der Antifa und des radikalen Islam zusammengefasst werden, wird für alle öffentlichen Schulen, Colleges, Universitäten verpflichtend. Ebenso für alle Behörden von Regierungen des Bundes und der Staaten. Zentrale moralische Konzepte stammen aus der Scharia, welche in der Schrift wiederholt als progressive Religion hervorgehoben wird. 1.6.21. Letzter Marsch der Christen. Konservative, Libertäre, Liberale und Christen versuchen einen Protestmarsch in Washington DC. Die Regierung verurteilt diese als Reaktion. Die Presse verdammt sie unter dem irreführenden Schlagwort »Der letzte Marsch der Christen«. SF-Kräfte und andere neue irreguläre Regierungstruppen lösen die Demonstrationen gewaltsam auf. 5.6.2021. In zahllosen Parteibüros der Republikaner in Kirchen und Schützenvereinen gibt es Razzien. In ganz Amerika werden in den folgenden Wochen weit über 150.000 Bürger verhaftet und wegen mangelnder Kapazität in neu gegründete Sicherheitslager, Security Camp, SC, verbracht, wo sie zur Zwangsarbeit verurteilt werden. Im Gefolge dieser Maßnahmen gibt es lokalen Widerstand. Einzelne Regionen, welche die progressive Politik der Regierung und die Lager ablehnen, erklären sich als von der USA unabhängig. Das bisher zögerliche Militär erklärt sich nun bereit, für die Präsidentin voll durchzugreifen. Es kommt zu Bürgerkriegsszenen. Bis zum Herbst 21 sind alle Widerstandszonen militärisch niedergeschlagen. Die Zahl der in SC-Lager Verbrachten steigt auf 2 Millionen US-Bürger. 23.09.2021. Das Internet wird in den USA abgeschaltet und durch das sogenannte Fairnet ersetzt. Es untersteht direkt der Kontrolle der Regierung. Fairnet etabliert sich in den folgenden Wochen ebenfalls in China, mit dem Präsidentin Alexandria Ocasio-Cortez eine enge Kooperation verkündet. Das Fairnet führt ein soziales Punktesystem ein, wonach Grundrechte der Verfassung bei zu negativem Punktestand einem Bürger aberkannt werden können. 24.10.2021. Angela Merkel wird erneut Bundeskanzlerin der Bundesrepublik. Sie koaliert mit den Grünen und der Linkspartei, da die SPD den Einzug in den Bundestag mit 4,2% verpasst. 25.12.2021. Anstelle des nun offiziell abgeschafften Weihnachten hält Präsidentin AOC eine Rede vor dem neuen Kongress in der neuen Regierungsstadt.
Durch Säuberung besteht der Kongress nun zu 80% aus Mitgliedern der Demokratischen Partei. In der Rede an diesem Tag, an diesem neuen Tag der Gerechtigkeit, Justice Day, verkündet die Präsidentin folgende Gesetze, welche der neu zusammengekommene Kongress sofort beschließt. Wer eine Person missgendert, wird mit einer Haftstrafe in einem SC-Lager von bis zu 5 Jahren bestraft. Firmen in den USA sind verpflichtet, 75% aller Führungspersonen Frauen und People of Color einzuräumen. Jede Führungsperson im öffentlichen Sektor muss vorher ein ideologisches Training durchlaufen. Für die Privatwirtschaft wird das empfohlen, die meisten privaten Firmen führen es freiwillig ein. Jede Kritik am Regierungskurs wird als reaktionäre Hetze unter Strafe gestellt. 1.3.2022. Präsidentin AOC beschließt die Allianz mit China zur Erneuerung der fairen Weltordnung. Die Sektoren Militär, innere Sicherheit und Wirtschaft in Amerika werden nun nach und nach gemischten amerikanisch-chinesischen Gremien unterstellt. Die Chinesen in diesen Gremien werden aus Gründen des kulturellen Respekts von den Social Justice Gesetzen freigestellt. Zugleich beschließt Cortez den grünen Sprung nach vorn. Eine radikale Umweltwende. 1.4.2022. Heterosexuelle weiße Männer werden per Gesetz von höheren Staatsämtern ausgeschlossen. Ausnahmen gelten für Angehörige des Islam. März 2023. Durch den grünen Sprung nach vorn bricht die Wirtschaft der USA weitgehend zusammen. Millionen sind arbeitslos, Hunderttausende sind verhungert. In Medien und im staatlichen Fernsehen wird dies als Sabotage durch rassistische Reaktionäre dargestellt. Die wirtschaftliche Entwicklung in den USA hat die Wirtschaft der EU kollabieren lassen. Zwischen April und Juni fallen die Regierungen in Frankreich, Schweden, den Niederlanden und Spanien an sogenannte Social Front Regime. Diese treten im Herbst 2023 aus der EU aus. Übrig bleibt nur eine Rumpf-EU unter deutscher Hegemonie. Angela Merkel übernimmt zahlreiche Positionen der USA, allerdings gemildert. Daraufhin treten die Länder Osteuropas geschlossen aus. Die EU besteht danach nur noch aus Deutschland, Österreich, Belgien, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal, Griechenland und Kroatien. 27.05.2023. Als SF-Beamte eine Farm in Idaho untersuchen wollen wegen regierungskritischer Propaganda, kommt es zu einer Schießerei, die als schwarze Nacht von Idaho als Beginn des Zweiten Bürgerkriegs in die Geschichte eingeht. Dieser Bürgerkrieg dauert bis zum Juni 2025, als die letzten Gruppen des Widerstandes von SF-Truppen, die nun Militär, Polizei und Nationalgarde zusammengefasst haben, in ihrer letzten Zuflucht in den Rocky Mountains niedergeschlagen werden. Die in dieser Zeit angesetzten Wahlen vor den Präsidenten werden mit Notstandsverordnungen wegen des Krieges auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. 4.7.2025. Der vormalige Tag der Unabhängigkeit wird durch Präsidentin AOC umgewidmet in Tag der Befreiung. Durch die neue Hauptstadt Diversity City, DC, paradieren die Truppen. Anlässlich des Feiertages werden zahllose Städte der USA umbenannt, darunter Washington in Karl-Marx-Stadt, der Bundesstaat Washington in Leninburg. Am Abend wird im Hafen von New York anstelle der Statue of Liberty eine gigantische Statue von George Floyd enthüllt. Alexandria Ocasio-Cortez verkündet die Abschaffung der schädlichen Wahlen und die Umformung des Staates in Vereinigte Sozialistische Sowjetrepublik Amerika, United Soviet Socialist Soviet Republic America, USSA. 7.7.2025. Ein Mitarbeiter von Fairnet liegt weltweit, dass die ganze Entwicklung in den USA seit über 20 Jahren von China in die Wege geleitet wurden. Es kommt weltweit zu Aufständen. 25.8.2025. Durch die Enthüllung ist die Lage zwischen den USA und China eskaliert. Durch einen Zufall wird ein US-Kriegsschiff im Pazifik von China versenkt.
Die Präsidentin des Zentralkomitees der USSA, Alexandria Ocasio-Cortez, erklärt China den Krieg. Innerhalb von wenigen Stunden wird der Großteil des Planeten in eine atomare Wüste verwandelt.